Hallo liebe Freunde, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wollte mal ein kleines Video machen bezüglich der zwei Testspiele. Gestern gegen den kleinen FC Bayern, die irgendwie keine Profis haben. Ja gut, zwei, drei haben mal mitgespielt, die man so ein bisschen kennt. 0-1 hinten gelegen. Der Kollege Sieb hat getroffen. Wer kennt ihn nicht? Nein, ich will jetzt hier kein lächerlich machen, aber wie gesagt, die Bayern haben mit einer ganz jungen Kapelle gespielt, da mit ihrem halben Kindergarten. Die haben das auch teilweise ordentlich gemacht, zumindest in der ersten Hälfte. Ging auch 1-0 in Führung. Dann traf Thielmann, dann traf Marc Uth, sehenswert. Aus der Drehung mit dem linken Fuß, keine Ahnung, das Tor wird er nie wieder schießen. Ja, dann gab es nochmal leider einen Fehler unserer Seite aus. Also für meine Begriffe hätte Timo Horn Zichos in dem Fall nicht anspielen dürfen, auch wenn man von hinten herausspielen möchte. Weil um Zichos herum standen 2,5 bis 3 Bayern-Spieler und wenn der Ball mal nicht gut gespielt ist, zu lasch, zu scharf, du kannst ihn verstolpern, was dummerweise passiert ist und zack ist der Ball weg, zack hat das sofort geklingelt. Der werte Kollege Holly aus Holly Sportkaschemme, lasst gerne dort mal ein Abo da, er wird sich freuen. Seine Meinung war, dass Köln das ja so möchte. Ich sage, ja, ist auch alles richtig, die sollen sie ja auch. Aber Timo Horn müsste dann erkennen, ob ich das in dem Moment auch wirklich tatsächlich tun kann. Und in dem Fall bin ich der Meinung, hätte Horn Zichos nie anspielen dürfen. Aber gut, es ist noch alles in der Testphase. Das wird wahrscheinlich in der Bundesliga, im Pokal und sonst wo halt natürlich auch sehr häufig passieren, wo es sehr knapp wird, wo uns die Luft wegbleibt, weil das dann zu knapp war oder wir uns dann so auch wieder einfangen. Aber es ist auch gut, dass sie von hinten heraus spielen möchten. Aber so bitte nicht. Ja, und am Ende hat Marc Uth nochmal getroffen. Ein Doppelpack, 3-2 gewonnen. Am Ende auch verdient natürlich. Gut, die Bayern haben, wie gesagt, mit 4, 5 Spielern gespielt, die man kennt. Alle anderen kennt man nicht wirklich, ob die nun talentiert sind oder nicht, spielt auch erstmal keine Rolle. Fakt ist, Köln hat nach 4-0 gegen Fortuna Köln, 1-1 gegen Duisburg, wo übrigens Zichos auch leider den Fehler macht, wo das 1-1 denn passiert ist, direkt zum Schlusspfiff, hat man jetzt Bayern 3-2 geschlagen und heute gegen den Zweitligisten aus der Schweiz, Schaffhausen. Ja, die erste Hälfte war nicht so prall. Ja, kann man aber auch verstehen, ne? Die haben die ganze Zeit Training hinter sich gestern gespielt. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man gegen den Zweitligisten aus der Schweiz, die vielleicht sogar weiter sind in der Vorbereitung, dass man die irgendwie an die Wand spielt. In der zweiten Hälfte allerdings sah das schon wesentlich besser aus. Erwähnenswert ist, dass, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Vydra, auf jeden Fall die Hydra, ne, die traf dann zum 2-0, das freut uns sicherlich. Interessant war auch eine Szene im Spiel oder ein Dialog von Baumgart auf Jens Castrop. Isi hat Castrop angespielt, Castrop hatte aber direkt einen Hintermann. Castrop hat sich dann bei Isi beklagt oder gehadert, warum sagst du nicht Hintermann? Ja, und Baumgart schrie dann sofort auf den Platz und sagte dann, Jens oder Castrop, wie auch immer, meinst du das ewig Zeit? Konzentrier dich, gib weiter Gas oder willst du ausgewechselt werden? Oh, das ist mal eine Ansage, ne? Es soll wohl Interessenten geben für Kozielle und Hauptmann. Das wäre cool. Dann gib dir auch bitte ab, wenn das möglich sein sollte, damit die auch von der Gehaltsliste verschwinden. Ansonsten, ja, muss man mal gucken. Der VfB Stuttgart will ja vermeintlich Clement an uns bestenfalls und Tommy an Schalke abgeben. Das passiert jetzt wohl demnächst, weil Stuttgart ist jetzt eigentlich wohl fix mit Paderborn und der VfB sichert sich wohl Chris Führig, der mal bei uns gespielt hatte, für wohl 3 Millionen. Und wenn sie den jetzt wohl sicher holen, dann werden sie auch Clement und Tommy abgeben, sei es an uns und an Schalke, ist von auszugehen. Ja, da ich Holly schon genannt habe, Holly Sportkaschemme, lass gerne dort ein Abo da. Gibt es natürlich auch noch den guten Fabio, dessen Videos von der Qualität her, von der Bildqualität oder wie er das rüberbringt, ist ja von uns 4, 5 Köln-Fans, die aktuell aktiv YouTube machen, mit am qualitativ höchsten. Lasst auch dort ein Like da bitte. Dann gibt es natürlich noch den guten Jan Niklas und Matthias, den ich gestern entdeckt habe.
Der würde sich sicherlich auch freuen, wenn ihr dort vielleicht auch mal ein Abo dalasst. Der ein oder andere ist schon jeweils bei dem jeweiligen anderen und interagiert dort auch mit Kommentaren, mit Likes, oben wie unten. Wichtig ist, dass ihr uns anguckt, dann freuen wir uns, weil wir machen das ja nicht nur für uns selber. Ich bin nicht darauf aus, hier Geld zu machen. Ich habe, keine Ahnung, 95 Abonnenten. Natürlich ist das in letzter Zeit gestiegen, aber es gibt auch mal wieder den einen oder anderen, der da den Abo da zurücknimmt, nee, das Abo zurücknimmt. Alles gut. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Zuschauer, der hier ist, über jeden, der sich meldet. Ich versuche auch mal jedem zu antworten und um mehr geht's erstmal nicht. Wenn ich irgendwann auch mal vielleicht so groß bin wie Holly, ja, wow, freue ich mich. Muss ich mir mal eine neue Kamera besorgen oder ein neues Handy, um euch dann auch bessere Qualität zu bieten. Aber wie gesagt, lasst mal ein Like und einen Button bei den anderen Jungs da. Die würden sich freuen, unterstützt uns oder so weit weitergehen dahin, weil dann hat das auch Sinn, dass wir das alles für uns, für euch natürlich machen. Wenn ihr natürlich mal was wisst oder besser wisst, dann sagt es auch. Ich bin nicht allwissend, ich bin auch nur eine Pfeife aus von nebenan. Aber es macht mir sehr viel Spaß und ich freue immer wieder, wenn bestimmte Zuschauer, gerade Jürgen, Tom, Richard oder ganz neue Leute, die sich dann melden und mich was fragen und sich freuen, wenn ich schnell geantwortet habe, kommt immer wieder gerne. Ich freue mich und ich mache natürlich weiter und halte uns auf den Laufenden. Gut, das wäre es dann jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ab morgen eine schöne neue Woche. Macht's gut, bis bald.